Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von O1 Aktuell. Der 27. Januar ist Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. In Oldenburg trifft man sich an diesem Tag am Mahnmal für die ermordeten Sinti und Roma. Zu dem Gedenktag gleich mehr und das haben wir sonst noch für Sie. Cyberkriminalität, so kann man sich schützen. Oberlandesgericht, Jahresbericht vorgestellt. Oldenburger Energiecluster, Neujahrsempfang. VfB für alle, neue Räumlichkeiten gesucht. NS-Krankenmorde, Gedenken im Unterricht. Ausstellung Italienische Resistenza von 1943 bis 1945 und Possessed Landscapes im Edith-Russ-Haus. Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und Christel Schwarz, Vorsitzender des Freundeskreises für Sinti und Roma in Oldenburg, haben am Montag dem Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am Mahnmal für Sinti und Roma Kränze niedergelegt. Damit gedachte man den 74 Sinti-Opfern aus der Stadt Oldenburg und Umgebung, die zum größten Teil auf dem Gelände des Ziegelhofs am Friedhofsweg wohnten und zwischen 1938 und 1945 von dort deportiert und im nationalsozialistischen Holocaust in Auschwitz, Birkenau und anderswo ermordet wurden. Es gibt Dinge, die darf man nicht vergessen. Am 3. März 1943 wurden 74 Mitglieder von Sinti-Familien auf dem Ziegelhofgelände in Oldenburg verhaftet und abtransportiert. Sie kamen alle ums Leben. Aus diesem Grund findet jedes Jahr am 27. Januar, dem Tag der Befreiung der Überlebenden, eine Gedenkveranstaltung am Gedenkstein am Mahnmal im Friedhofsweg statt. Hier geht es um zwei Dinge. Zum einen wollen wir natürlich erinnern an die Verbrechen, die geschehen sind, an hier insbesondere die 74 Sinti und Roma, die von hier verschleppt und dann in den Konzentrationslagern ermordet worden sind. Zum anderen wollen wir aber natürlich auch aufrütteln und ein Symbol setzen, dass auch in der heutigen Gesellschaft Antisemitismus, Ausgrenzung, Judenfeindlichkeit und eine Verrohung der Gesellschaft immer mehr um sich greifen und dass wir dagegen ankämpfen müssen, damit wir die Geschichte nicht wiederholen müssen, die wir eigentlich überwunden glaubten. Zu diesem Anlass legten Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und Christel Schwarz, der Vorsitzende des Freundeskreises e.V. für Sinti und Roma, in Oldenburg am Mahnmal Kränze ab. Aber was macht es so wichtig? Also es ist natürlich sehr wichtig, dass man die schlimmen Dinge in der Vergangenheit nicht vergisst, damit man für die Gegenwart lernen kann. Und ich glaube, das ist heute wichtiger denn je. Aber natürlich ist es wichtig, allen Opfern dieser Zeit zu gedenken, da es viele Gruppen gab, die zur NS-Zeit gelitten haben. Wir wollen in Oldenburg eine freie, eine offene, tolerante Gesellschaft bleiben. Dafür wollen wir alles tun. Wir wollen, dass nie wieder die Ausgrenzung einzelner Bevölkerungsgruppen und dann sogar die Vernichtung, Vertreibung und Vernichtung einzelner Bevölkerungsgruppen stattfinden kann. Wir setzen uns für ein Miteinander ein. Das ist eigentlich unser Ziel. Der 27. Januar ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Dieses Jahr jährt sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 75. Mal. Und um nicht zu vergessen, was passiert ist und um sowas für die Zukunft zu verhindern, sind Gedenkveranstaltungen wie diese wichtig. Cybercrime. Um Gefahren im digitalen und vernetzten Alltag ging es kürzlich im Computermuseum Oldenburg. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Medienkompetenz war Christian Pursche vom Landeskriminalamt Niedersachsen zu Gast. Er ist Experte rund um das Thema Cyberkriminalität bei der Zentralstelle Cybercrime. Sobald ein Computer, Tablet oder Smartphone Zugang zum Internet hat, kann es Angriffen aus der Cyberwelt ausgesetzt sein. Diese verlaufen meist für den Benutzer unbemerkt. Deshalb geht man in einem Bericht des Bundesinnenministeriums von einer großen Dunkelziffer aus. Die Täter benutzen dabei immer raffiniertere Methoden, um an die Daten der Benutzer zu kommen. Um die Tricks der Cyberkriminellen zu verstehen und auf sie vorbereitet zu sein, hat der Oldenburger Computerclub im Rahmen der Themenreihe Medienkompetenz zu einem Infoabend mit Christian Pursche, Kriminalhauptkommissar beim Landeskriminalamt Niedersachsen, eingeladen. Herr Pursche erläutert, welche Daten Cyberkriminelle interessieren und wie man sich vor Zugriffen schützen kann. Naja, einmal sind Ihre Daten möglicherweise weg, Ihre private, Ihre digitale Identität, also Ihre Nutzerdaten. Möglicherweise haben Sie wichtige persönliche Daten, Kundendaten auf Ihrem Computer. Vielleicht haben Sie irgendwann mal eine Ausweiskopie gemacht für eine Eröffnung eines Bankkontos. Die haben Sie noch irgendwo in Ihrem Ordner liegen. Die sind dann vielleicht auch weg mit diesen kopierten Ausweisen, werden dann vielleicht neue Bankkonten eröffnet in Ihrem Namen, die aber nicht durch Sie geführt werden. Sie kriegen davon gar nichts mit. Erst dann, wenn über diese Konten dann strafbare Handlungen begangen werden und die Polizei dann irgendwann bei Ihnen vor der Tür steht und Sie dann Frage und Antwort stehen müssen.
In solchen Fällen halt. Also grundsätzlich sollte man eigentlich dafür sorgen, dass der Computer immer auf dem neuesten Stand ist. Das heißt, Software sollte immer auf dem neuesten Stand sein, das Betriebssystem sollte auf dem neuesten Stand sein, damit die Hersteller von Software und Betriebssystemen natürlich auch die Möglichkeit haben, Lücken, die erkannt wurden, auch zu schließen. Das ist sehr wichtig. Eine Antivirensoftware sollte man auch auf dem Rechner haben. Das ist auch eigentlich unumgänglich. Das muss keine bezahlbare Version sein. Da reicht auch die kostenlose Version. Aber es sollte auf jeden Fall eine Antivirensoftware auf dem Rechner installiert sein. Technische Sicherungen alleine reichen jedoch nicht aus, um die immer trickreicher werdenden Methoden der Kriminellen zu erkennen und das Risiko zu minimieren. Und dann gehört natürlich noch eine Menge Medienkompetenz dazu, bedeutet, um die Gefahren auch zu wissen. Und darauf baut der heutige Vortrag auch so ein bisschen auf, indem man vermittelt, was denn draußen so passiert, wie die Täter angreifen. Bestimmte Dinge muss man einfach mal gehört haben, um da nicht drauf reinzufallen, weil die lassen sich schon manchmal gute Dinge einfallen, um den oder das Opfer dazu zu bringen, dann den Link zu klicken, den Anhang zu öffnen oder bestimmte andere Dinge auszuführen, den USB-Stick, der ja vor der Tür lag, dann doch in den Computer einzuführen, weil sie neugierig sind und wissen wollen, was drauf ist. Ist ein Angriff erfolgt, sollte man diesen zur Anzeige bringen. Herr Puchsche erläutert die Möglichkeiten und Vorteile einer neu geschaffenen Online-Wache, der man Cyberattacken melden kann. Als Bürger haben Sie die Möglichkeit, bei jeder Polizeidienststelle diese Anzeige zu erstatten. Wir bieten aber auch an eine Online-Wache. Das heißt, jedes Bundesland hat mittlerweile eine Online-Wache eingestellt. Wenn man dort die Anzeige erstattet, hat man den kleinen Vorteil, erstmal braucht man das Haus nicht verlassen und es wird gleich örtlich, sachlich, richtig zuständig zugeordnet. Bedeutet, wenn man möglicherweise mal auf einer Wache war und dort den uniformierten Kollegen begegnet ist, der vielleicht gesagt hat, ich kann da keine Straftat drin sehen, dann kann man das den Kollegen wirklich nicht verübeln. Die haben andere Sorgen auf den Wachen und im Streifendienst. Deswegen bieten wir eben einmal diese Online-Wache an, damit es örtlich sachlich an den richtigen Personen weitergegeben wird, die dann die Zuständigkeit haben. Die wissen dann auch, was sie zu tun haben. Weitere Informationen zu Gefahren und Präventionsmaßnahmen finden Sie auf der Webseite des Bundeskriminalamtes unter dem Stichwort Cyberkriminalität. Die Ursprünge des Oberlandesgerichts Oldenburg reichen bis in das Mittelalter zurück. Der heutige Zuschnitt des Zuständigkeitsgebietes bezieht sich stark auf das ehemalige Großherzogtum Oldenburg. Seit 1946 bilden die Landesgerichtsbezirke Aurich, Oldenburg und Osnabrück den Bezirk des niedersächsischen OLG. In dieser Woche gab das Oberlandesgericht Einblicke in seine Arbeit. Die Präsidentin des Oberlandesgerichtes Oldenburg, Anke van Hove, stellte in dieser Woche den Jahresbericht des Gerichtes vor und gab damit einen kleinen Einblick in die Arbeit des Oberlandesgerichtes. Auffallend waren für das vergangene Jahr die stark gestiegenen Zahlen der Berufungsverfahren. Die Anzahl stieg von durchschnittlich 1.300 auf 3.000 Verfahren. Das ist laut der OLG-Präsidentin vor allem auf die sogenannte Abgasproblematik zurückzuführen und stellt für das OLG eine Herausforderung dar. Und die machen natürlich überall Arbeit, in den Geschäftsstellen, bei den Richtern. Erstmal ist es ein sehr großer Aktenumlauf, der bewältigt werden muss, viel Papier, was auch gelagert werden muss. Und natürlich in der Sache ist da auch einiges zu prüfen und zu entscheiden. Natürlich ist die Grundstruktur der Fälle immer gleich. Die Käufer sind unzufrieden mit dem Fahrzeug, was von der Dieselaffäre betroffen worden ist und wollen es umtauschen. Die einzelnen Fragen, die da auftauchen, sind Fragen zum Beispiel der Nutzungsentschädigung, die dafür zu zahlen ist, dass man das Fahrzeug ja gefahren hat. Oder Fragen der Verzinsung des Kaufpreises, der Verjährung. Da gibt es eine Menge zu tun für alle. Das OLG, das auch für die Amtsgerichte in seinem Zuständigkeitsbereich verantwortlich ist, hat den Bereitschaftsdienst der Richter reformiert und erhofft sich damit eine Entlastung für die Mitarbeiter. Früher gab es bei jedem Amtsgericht einen Bereitschaftsdienst und jeder Richter war mal dran, musste dann plötzlich Abschiebehaftsachen entscheiden oder ähnliche Dinge. Bei kleinen Gerichten war der Richter natürlich häufig dran, gab aber nicht viel zu tun und in größeren Gerichten schon etwas häufiger. Das haben wir jetzt so umstrukturiert, dass der Bereitschaftsdienst zentralisiert ist in den Landgerichtsbezirken und nur einige besonders spezialisierte Richter in diesen Eilsachen, die teilweise auch sehr schwierig sind, entscheiden. Auch die Eingangskontrollen an den Gerichten wurden verstärkt. Dazu wird es in der nächsten Zeit dann auch bauliche Veränderungen an einigen Gerichtsgebäuden im Zuständigkeitsbereich des OLG geben. Wir haben neues Personal gekriegt vom Justizministerium, Wachmeister.
haben wir eingestellt und die machen jetzt spezialisiert die Eingangskontrollen bei unseren Gerichten. Es finden mehr Eingangskontrollen statt, mehr Durchsuchungen dann auch statt und da findet man natürlich auch mehr verbotene Gegenstände. Für Sie wichtig ist wahrscheinlich, und das ist auch das größte Vorhaben, beim Landgericht hier soll im Eingangsbereich eine Erweiterung der Sicherheitszone erfolgen, damit da die Eingangskontrollen noch effektiver durchgeführt werden können. Denn dort laufen auch die großen Strafverfahren, also dort ist schon sind hohe Sicherheitsanforderungen. Näheres zum Oberlandesgericht Oldenburg und die Gerichte des Zuständigkeitsbereiches finden Sie auch im Internet. Bereits zum 8. Mal begrüßt das OLEG-Netzwerk mit rund 80 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Verwaltung und Politik im Rahmen des Neujahrs-Networking das neue Energiejahr. Die Veranstaltung im Fürstensaal der Klinkerburg ist für die erneuerbaren Branchen der Region zum festen Termin geworden. Und 2020 stehen gleich zwei Jubiläen an. Denn nicht nur das Erneuerbare Energiengesetz besteht seit 20 Jahren, auch das OLEG-Netzwerk wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Zahlreiche Gäste zog es in der vergangenen Woche in den Fürstenbau am Bahnhof zum OLEG-Neujahrs-Networking. In diesem Jahr standen auch zwei Jubiläen im Mittelpunkt. Zum einen besteht das Erneuerbare Energiengesetz seit 20 Jahren. Zum anderen wird auch das OLEG-Netzwerk bereits 15 Jahre alt. Der Oldenburger Energiecluster ist das größte technologieübergreifende Energienetzwerk im Nordwesten Deutschlands. Themenschwerpunkte des Netzwerkes sind erneuerbare Energien und deren Integration in Energiesysteme. Gastredner auf dem Empfang war in diesem Jahr Dr. Gerd Rosenkranz, Senior Advisor der Agora Energiewende. Er sieht auch die Kommunen in der Pflicht, die Energiewende stärker zu stützen. Also bisher findet die Energiewende ja vor allem auf dem Lande statt. Und deshalb sind die Kommunen per se das Fundament der Energiewende. Und deshalb muss sie auch auf der kommunalen Ebene stattfinden. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn die Kommunen auch sehen, dass sie etwas davon haben, dass die Lebensqualität dadurch gestärkt wird und dass es sozusagen Wohlstand geschaffen wird auf dem Land. In den Städten merkt man noch nicht viel von der Energiewende. Da kommt der Strom aus der Steckdose wie immer und es gibt eigentlich keine Veränderung. Also die Kommunen sind absolut wichtig. Ohne sie findet die Energiewende nicht statt. Gerade im Bereich Wohnen und Bauen sieht Dr. Rosenkranz noch viel Potenzial für Energieeinsparungen. Beim Thema Bauen ist natürlich am einfachsten im Neubaubereich, nur der ist nur ein kleiner Anteil. Viel wichtiger ist natürlich die Sanierung von Häusern und da geht es eben darum, dass langfristig wahrscheinlich alles andere teurer ist als Sanierung. Und bei denjenigen, die nicht mehr so viel Lebensspanne vor sich haben, die denken vielleicht an ihre Kinder, die Häuser mal haben. Das ist wichtig, das zu tun, weil wir vor allem auch im Wärmebereich viel Energie verbrauchen und viel CO2-Ausstoß haben. Der Senior Advisor freut sich über Bewegungen wie Fridays for Future, die das Thema Klimawandel deutlich stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt haben. Es hat sich natürlich vor allem dadurch verändert, dass die Kinder sich gemeldet haben. Und die Kinder sind schlau. Und die machen sich schlau bei den Wissenschaftlern. Das heißt, was die tun, sie transportieren die Erkenntnisse der Wissenschaftler besser, als die Wissenschaftler es selber können. Und das macht den Ruhm aus, den diese Kinder haben. Und unser aller Wissen, dass sie ja irgendwie auf jeden Fall recht haben, weil sie sind stärker betroffen als ich beispielsweise von dem, was auf sie zukommt. Dr. Rosenkranz sieht nicht nur die Bürger und die Wirtschaft in der Pflicht, sondern auch die Bundespolitik. Also mein Problem ist im Moment, dass die Politik, die überregionale Politik, der langsamste Faktor ist. Die Wirtschaft hat verstanden, dass sie Energiewende machen muss, um ihre Investitionen zu sichern. Die Politik ist viel zögerlicher als die Wirtschaft. Das kann man im Moment weltweit in Davos beobachten. Und ich finde, die Politik hat insgesamt die Energiewende angeschoben, ist auch insgesamt motiviert, die Energiewende zu machen. Dann muss man aber auch vor Ort dafür werben. Man kann nicht darüber nachdenken, ob man Windenergie haben möchte oder nicht. Wir kennen keine Technologie, die Windenergie an Land ersetzen kann zurzeit. Und solange das so ist,
müssen wir diesen Windenergieausbau machen. Wir kommen ohne das nicht aus. Auch die Sonnenenergie kann das nicht alleine übernehmen. Wir brauchen beides. Nähere Informationen zum OLEG finden Sie auch im Internet. Ende November muss der Verein VfB für alle seine Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße 23 aufgeben, da der Mietvertrag nicht verlängert wird. Damit verliert Oldenburg eine seit über 25 Jahren etablierte, wichtige und vor allem niedrigschwellige Anlaufstelle für Fans. Seit über 20 Jahren ist die Bahnhofstraße in Oldenburg die Anlaufstelle Nummer 1 für alle VfB-Fans. Jetzt wird von Seiten der Stadt der Mietvertrag mit dem Fanclub VfB für alle nicht verlängert. Im September diesen Jahres muss das fast schon heimatliche Etablissement geräumt sein. Für die Vereinsmitglieder ein schweres Los, denn die Lage und das Ambiente in der Bahnhofstraße waren über Jahre prägend. Hier wurde sehr viel besprochen und organisiert, sei es eine Fankoreografie für ein VfB-Spiel oder aber ein Turnier für den Nachwuchsbereich. Jetzt ist der Fanclub auf der Suche nach einer Lösung. Am besten wäre eine ähnliche Location in Stadionnähe. Genau, wir sind jetzt aktiv auf der Suche, wir sind an die Presse gegangen, wir suchen nach Räumlichkeiten, wir gucken nach ca. 50 bis 70 Quadratmeter mit Küche und am besten in Innenstadt oder Stadionnähe, weil das so für uns am praktikabelsten ist, um auch genügend Leute zu erreichen. Und da sind wir jetzt aktiv auf der Suche. Nein, wir bringen ja schon andere Voraussetzungen mit. Einerseits hört man Fußballfans, das hat ja auch nicht immer einen positiven Ruf, obwohl wir dem natürlich entgegentreten wollen. Gleichzeitig kann es ja auch mal lauter werden. Es sind eher Zeiten am Wochenende, das heißt im Wohngebiet oder so weiter, wird es natürlich schwierig. Aber man sollte es jetzt auch nicht dramatisieren. Ich glaube, die AWO hatte bisher mit uns als Untermieter nicht die Probleme. Aber es stellt sich natürlich schwieriger als ein normales WG-Zimmer für einen Studenten. Natürlich ist das Gebäude in der Bahnhofstraße nicht nur für Organisatorisches da. So ist jeden Mittwoch offen für alle. Man trifft sich auf eine Runde Darts oder Tischfußball, trinkt ein kühles Getränk und unterhält sich über anstehende Dinge. Momentan natürlich hauptsächlich darüber, wie es weitergehen soll. Eine ganze Menge also, über die sich die Verantwortlichen momentan Gedanken machen müssen. Ein weiterer Faktor, der die Schwierigkeit der Lage bestätigt, ist, dass sich so ein Wohnzimmergefühl immer erst entwickeln muss. Ursprünglich war das Fanprojekt sogar nur als, ich glaube, das erste Jahr war es ein Büroraum in der Klingenbergstraße. Da war nichts mit Zusammenfinden. Da gab es irgendwie einen Schreibtisch und nachher gab es einen zweiten Schreibtisch und dann haben wir gesagt, ja, das, irgendwie funktioniert das nicht mehr. Dann ist damals das offizielle Fanprojekt noch begleitet von offiziellen Sozialarbeitern hier rübergegangen, weil das Jugendwerk der AWO drüber war, die Beziehungen waren schon gut. Und hier haben wir dann nebenbei bemerkt, dass das ja nicht nur ein Büro ist, sondern dass auch wirklich was passiert. Und ich selber, der es damals begleitet hat, habe auch gemerkt, dass das eigentlich der eigentliche Kern ist. Gar nicht die Sozialarbeit, die offiziell oben drauf sitzt, sondern dass die Leute mit sich selber was anstellen. Das ist vielleicht das Entscheidende, die Selbstwirksamkeit, die Räume dann ermöglicht haben. Die Bahnhofstraße an sich als Viertel ist erstmal, wie soll man sagen, flapsig ziemlich geil, weil das ein schöner Schmelzpunkt ist zwischen dem Anreisen von auswärtigen Fans, Jugendlichen, Menschen überhaupt. Ich selber komme auch ursprünglich aus Zwischenahn, insofern habe ich diesen gerechten Weg aus dem FF, also immer Zug her. Ich wurde hier quasi groß und bin abends wieder zurück, also da war der Bahnhof super. Die Anbindung an die Innenstadt und überhaupt das Viertel ist verdammt kulturell, auch subkulturell. Es gibt, glaube ich, nicht wirklich viele Viertel in Oldenburg, die was Ähnliches haben. Das Klima in der Bahnhofstraße hat sich über Jahre dahin entwickelt, wo es jetzt ist. Es wird mit Sicherheit seine Zeit dauern, bis eine ähnliche Anlaufstelle aufgebaut ist. In der Heil- und Pflegeanstalt Wehen der heutigen Karl-Jaspers-Klinik ging bis ins Jahr 1947, also lange nach dem Krieg, mehr als 1500 Patienten an den Folgen des organisierten Hungers zugrunde. Wichtig ist es, den Opfern ihre Geschichte zurückzugeben, so Auszubildende der Fachschule Heilerziehungspflege Quakenbrück, die 7 Patientenschicksale erforschten. Gedenken im Unterricht, Gedenken an die Opfer der NS-Krankenmorde in der Heil- und Pflegeanstalt Wehen. Im April 2004 wurde die alte Pathologie als Gedenkstätte für die Opfer der oldenburgischen Krankenmorde eröffnet. Damit schufen die Angehörigen dieser Opfer, die sich im Gedenkkreis Wehen zusammenfanden, nicht nur einen Ort für ihre private Trauer, sondern auch ein Zentrum für die Dokumentation der historischen Ereignisse. Und noch immer ist das Kapitel um die Krankenmorde nicht abgeschlossen, wie ein Projekt von Auszubildenden der Fachhochschule Heilerziehungspflege Quakenbrück deutlich macht.
In Gruppenarbeiten hat man 7 Patientenschicksale erforscht, beschreibt die Lehrerin Bettina Obermühle. Ich bette dich, damit du weich liegst. Die Vorbereitung, die Projektwoche war sehr emotional, sehr spannend und es hat Einblicke gegeben in Menschenleben, die ich vorher nicht kannte. Und es hat den Menschen wieder eine Identität gegeben. Für die Auszubildenden war das Projekt etwas ganz Besonderes. Die intensive Beschäftigung mit dem Schicksal der Opfer ging allen nah. Man hat sich vorher nicht so damit beschäftigt und ich glaube, viele wissen auch gar nicht so, was da passiert ist, also auch mich eingeschlossen. Ich wusste da auch nicht so viel drüber, muss ich sagen, dass sowas überhaupt passiert ist. Und von daher war es schon irgendwie ganz schön aufwühlend irgendwie, das so irgendwie mitzuerleben durch diese Akten und diese Einträge. Und es war auf einmal alles so echt. Weil du hattest ja auch so die ganzen Angaben vom Gewicht bis zur Körpergröße, bis zu was weiß ich, was die Person alles hatte. Und man hatte halt einen richtig tiefen Einblick. Ja. Nach der Gedenkfeier fand ein gemeinsamer Gang zum Erinnerungsfeld der Gedenkstätte Wehen statt, die 1997 ins Leben gerufen wurde. Hier wurden Grabsteine mit dem Namen der Opfer niedergelegt, um die Erinnerung an ihre Identität zu bewahren. In der Heil- und Pflegeanstalt Wehen gingen bis ins Jahr 1947, also lange nach dem Krieg, mehr als 1500 Patienten an den Folgen des Hungers zugrunde. An Lungenentzündung, Herz- und Kreislaufversagen, Tuberkulose, Typhus und allgemeinem körperlichen Verfall. Nachzulesen in den Krankenakten. Vom Herbst 1943 bis Frühjahr 1945 kämpften in Italien zehntausende Partisanen gegen die deutschen Besatzungstruppen und ihre faschistischen italienischen Verbündeten. Die Wanderausstellung Banditi e Ribelli zeigt den aufopferungsvollen und verlustreichen Kampf der Partisanenbewegung und ihre Hoffnung auf eine grundlegend veränderte Gesellschaft. Zu sehen ist sie im Forum St. Peter. Das Forum St. Peter in Oldenburg zeigt bis Ende Februar die fotodokumentarische Ausstellung Banditi e Ribelli über die italienische Resistenza in den Jahren 1943 bis 1945. Genauer gesagt über die Entwicklung des Partisanenkrieges in Italien. Ronja Oltmanns, Vertreterin des Geschichtsinstituts Historico Reggio Emilia, erzählt uns mehr über den Inhalt dieser Wanderausstellung. In der Ausstellung geht es vor allen Dingen um die Geschichte der italienischen Resistenza von 1943 bis 1945. Aber wir fangen auch ein bisschen vorher an. Wir fangen mit dem Kriegseintritt des faschistischen Italiens 1940 an, weil das ganz maßgeblich für die Entwicklung der Partisanenbewegung ist. Die Ausstellung gab es schon bereits in anderen Städten zu sehen. Wie es dazu kam, die Fotografien und Geschichten nach Oldenburg zu holen, dazu Steffen Müller, einer der Mitorganisatoren. Ja, also wir haben uns so als Gruppe von Leuten einfach überlegt, dass das ein sehr spannendes Thema ist, und wir kannten halt diese Ausstellung, wir wussten davon, das ist eine Wanderausstellung, die halt in vielen Orten schon gezeigt wurde, und da haben wir uns überlegt, dass wir das auf jeden Fall auch hier machen wollen, weil wir eben denken, naja, das ist ein sehr wichtiges Thema, wir können daraus heute noch viel lernen, auch wo der Faschismus jetzt wieder deutlich stärker geworden ist in den letzten Jahren, auch zum Beispiel in Oldenburg. Und außerdem ist es tatsächlich so, dass wenn die Ausstellung gerade nicht irgendwo gezeigt wird, dass sie hier in Oldenburg auf dem Fliegerhorst lagert. Das hat es natürlich besonders einfach gemacht. Abgesehen von der normalen Fotoausstellung im Forum St. Peter wird es für den kommenden Monat ein umfangreiches Rahmenprogramm geben. Wir haben eine ganze Reihe von Veranstaltungen dazu organisiert. Also wir haben verschiedene Filme, die teilweise hier und teilweise im Cinecar gezeigt werden. Wir haben Vorträge, da gibt es als einen Schwerpunkt Frauen in der Resistenza. Wir haben einen Vortrag, der sich eher so mit der Lokalgeschichte beschäftigt, also italienische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene in der Region Oldenburg. Wir haben einen Vortrag zur Regiopädagogik, die auch Wurzeln in der Resistenza hat. Und ganz am Ende gibt es dann noch einen Vortrag zur Krise des Antifaschismus in Italien, zum Aufstieg der neuen Rechten in Italien. Was die Zuschauer aus der Ausstellung Banditi e Ribelli entnehmen sollen, dazu nochmal Ronja Oltmanns. Ich glaube, dass wir von der Resistenza viel lernen können, dass es Inspiration geben kann, in einer ganz auswegslosen Situation trotzdem Widerstand zu leisten gegen den Faschismus und gegen die deutsche Besatzung, sich zusammenzuschließen mit ganz vielen sehr unterschiedlichen Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Motivationen gekämpft haben. Und das trotz großer Repression und, einer ausweglosen Situation, die aber trotzdem zum Erfolg führen kann. Und es ist natürlich auch wichtig, an die Verbrechen der
Nationalsozialisten und deutschen Faschisten zu erinnern, die eben Italien ab 1943 besetzt hatten und ja auch dazu beigetragen haben, dass also mit dieser Besetzung, dass sich dieser Widerstand formiert hat. An dem Projekt mitgewirkt haben verschiedene politisch engagierte Personen, die daran interessiert waren, die Ausstellung nach Oldenburg zu holen. Jedoch konnte mit der Unterstützung des Forum St. Peters, dem Cineca und dem Gedenkkreis Wehen alles umgesetzt werden. Finanzielle Unterstützung gab es von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, der DGB-Jugend, dem FEMREF und dem AStA der Uni Oldenburg. Die Wanderausstellung Banditi e Ribelli ist noch bis zum 24. Februar im Forum St. Peter zu sehen. Das Edith-Ruß-Haus für Medienkunst zeigt seit Donnerstag die internationale Gruppenausstellung Possessed Landscapes. Fünf Künstlerinnen und Künstler beschäftigen sich mit Landschaft, allerdings nicht in ihrer Funktion als Ort der Erholung. Vielmehr geht es um die Ausbeutung und die Veränderung von Natur durch den Mensch. Das Edith-Ruß-Haus für Medienkunst zeigt aktuell die internationale Gruppenausstellung Possessed Landscapes, besessene Landschaft oder Landschaft im Besitz. Der Titel der Schau macht es deutlich, es geht nicht um eine kunsthistorische Darstellung von Landschaft, ganz im Gegenteil. Vielmehr untersucht man die Beziehungen zwischen dem Menschen und dem Land unter Gesichtspunkten der Ausbeutung und Veränderung, wie Marcel Schwerin, der Leiter des Edith-Ruß-Hauses, beschreibt. Ja, also der Homo sapiens ist ja sozusagen das einzige Tier, was tatsächlich seine Umwelt massiv verändert, so sehr verändert, dass er sich dann wiederum daran anpassen muss. Und oft ist das aber auch nicht so sichtbar. Also gerade zum Beispiel Klimawandel ist ja etwas, was man erstmal nicht sieht. Radioaktivität hört man nicht, fühlt man nicht. Oder wenn man es fühlt, dann ist es schon viel zu spät. Wir haben Projekte ausgesucht, die richtig in das Land eingreifen, die also Landschaft verändern, die ursprüngliche Landschaft in eine andere Landschaft verwandeln, in industrielle Landschaften verwandeln. Ein Schwerpunkt ist dabei auch Bergbau, also alles, was sich in die Erde eingräbt. Der Mensch gräbt ja teilweise riesige Löcher in die Erde und dort entstehen neue Landschaften, dystopische Landschaften, Landschaften, die vielleicht zeigen, wie wir irgendwann mal auf diesem Planeten leben werden. Fünf Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre Arbeiten. Sie alle beschäftigen sich mit Großprojekten, die den Eingriff in die Natur sehr deutlich aufzeigen. Ob Diamantenminen in Russland oder Ölförderung in Nigeria, die unbegrenzte Ausbeutung der Landschaft beginnt oft mit der Enteignung und Entrechtung der dort Lebenden und lässt die verbliebenen Menschen wie Fremdkörper erscheinen. Und wenn dann zum Beispiel der Bergbau passiert, wenn die Ressourcen aus der Erde geholt werden, dann werden sie oft an den Gewinnen auch gar nicht beteiligt. Aber für viele indigene Völker ist das auch ein spirituelles Problem, weil sie auch noch ein ganz anderes Verhältnis zum Land haben. Während wir ja durchaus so mit der Vorstellung durch die Welt laufen, dass wir uns die Erde untertan machen, dass wir sie nutzen können, dass wir sie kaufen und verkaufen können, haben viele indigene Völker das Gefühl, dass sie und die Erde eins sind, genauso wie die Pflanzen und die Tiere und dass der Mensch dort nicht etwas besitzen kann. Er kann es nutzen, aber so wie alle anderen Lebewesen auf diesem Planeten auch. Und auch die Religionen sind ja oft noch an die Erde gebunden, sind an die Tiere und an die Pflanzen gebunden. All das wird zerstört durch die sehr brutalen Eingriffe, die wir in diese Landschaft machen. Doch nicht nur in Australien oder Afrika verändert der Mensch die Landschaften. Und man muss gar nicht so weit reisen, um die Inbesitznahme zu dokumentieren, so Marcel Schwerin. So dient eine künstliche Insel in Holland als Deponie für kontaminierten Schlamm aus niederländischen Gewässern, der giftige Substanzen enthält. Das ist ein Projekt von Tanja Engelberts und es geht eben über eine künstliche Insel, die nur hergestellt worden ist, um giftige Materialien loszuwerden. Die ist einerseits wunderschön, dort leben Tiere, Fische, Vögel und auf der anderen Seite ist sie hochgradig giftig und das ist wirklich ein Thema, was es überall gibt. Also dazu muss man nicht in die Ferne schweifen, man kann auch sehr nachgucken. Und das Problem betrifft ja auch alle. Und das geht ja auch langsam ins Bewusstsein hinein, ist ein globales Problem. Wenn irgendwo Regenwälder abgeholzt werden, wenn wie jetzt in Australien Wälder verbrennen, beeinflusst das das Klima auf der ganzen Welt. Viele der ausgestellten Projekte umfassen von Drohnen aufgenommene Bilder, eine relativ neue Form filmischer Aufnahmen. Dabei geht es weniger um spektakuläre Luftaufnahmen, sondern vielmehr um preiswerte und leicht verfügbare Instrumente, mit denen die Künstlerinnen und Künstler die Praktiken der Industrie und den Zustand verschiedener Ökosysteme untersuchen können. Land als billige Natur, die man ohne Gegenleistung ausbeuten kann, so sehen es viele Industrienationen. Dass die Situation viel komplexer ist und man das Land eben nicht so einfach besitzt, zeigt die Ausstellung im Edith-Ruß-Haus deutlich. Zu sehen ist sie noch bis zum 29. März. Und mit dem Blick auf die neuen Ausstellungen im Edith-Ruß-Haus beenden wir unsere Sendung für heute. Fehlt jetzt nur noch der Blick auf das Wetter am Wochenende.
Bedeckt und windig bei 10 Grad war es heute. Und das ändert sich auch in der Nacht nicht. Dort erreichen wir ebenfalls 10 Grad. Am Samstag gibt es bei stürmischen Böen ebenfalls viele Wolken. 11 Grad sind es am Tag, 7 in der Nacht. Am Sonntag kann es dann bei bis zu 8 Grad immer wieder regnen. In der Nacht ist es bei 7 Grad bedeckt. Ein paar ungemütliche Tage liegen also vor uns. Ihnen trotzdem ein schönes Wochenende. Tschüss.